Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind jetzt bereits die zweite Woche gemeinsam hier auf Zypern. Wir haben uns jetzt gerade ein bisschen akklimatisiert. Die Chrissy hat auch unser Mini-Haus schon schön hergerichtet. Ja, und wir haben uns heute gedacht, wir müssen mal wieder raus. Es ist ein wunderschöner Tag. Und nachdem wir im letzten Video an der Südwestküste Zyperns waren, geht es heute genau in die andere Richtung. Und zwar, wir nehmen euch mit in die Region rund um Ayia Napa, wir werden euch da ein paar schöne Spots zeigen und wir werden auch noch ein bisschen über das Thema Autofahren und Mietautos in Zypern sprechen. Ist eine heikle Situation momentan, genauso wie das Covid-Thema, weil hier gibt es ja jede Woche, kann man quasi schon sagen, gibt es hier Änderungen, was das Thema anbelangt. Da werden wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen. Also seid gespannt, kommt mit und have fun! So ein bisschen Zeit darüber zu reden, wie es ist, auf der falschen Seite der Straße zu fahren. Also wie gesagt, ich habe ja letztes Jahr schon hier gewohnt. Was mir immer aufgefallen ist, bin jedes Mal auf der falschen Seite beim Auto eingestiegen. Das CC hat sich lange durchgezogen und ja, es braucht ein bisschen Eingewöhnung, würde ich sagen. Chrissy, sag einmal was dazu. Vielleicht generell einmal, wie schaut es aus mit Kupplung, Bremse und Gas? Ist das auf derselben Seite? Ja, Gott sei Dank ist das auf der gleichen Seite. Sonst wäre es ein bisschen tricky, aber es ist im Prinzip eigentlich gar nicht so schwer, wie man es sich vorstellt. Ich habe gedacht, es wird eine richtige Challenge werden für mich, aber ich bin reingesessen, bin losgefahren, habe gar nicht viel darüber nachgedacht und das funktioniert eigentlich dann mit der Zeit wie von alleine. Es ist so auf der Straße, kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen, du kannst eh nichts anders fahren. Tricky wird es dann bei Kreisverkehren und bei den diversen Kreuzungen. Da ist es dann teilweise nicht so lustig, da ist mir auch schon passiert, ich bin einfach mal genau auf der falschen Spur abgebogen, aber sobald die Einheimischen hier die rote Nummer dafür sehen, haben sie Verständnis und ja, geben dir Zeit, dass du wieder zurückfahren kannst und die richtig einordnen kannst. Also von dem her, es funktioniert ganz gut. Wie schaut das mit dem Gangschalten? Hast du Probleme mit dem Gangschalten? So. Ja, mit dem Gangschalten ist so, er ist echt aufgebaut wie auch aus den normalen, unter Anführungszeichen, Autos, die wir in Österreich kennen. Nur muss man halt mit der linken Hand schalten und es ist dementsprechend dann einfach seitenverkehrt. Aber man gewöhnt sich ziemlich schnell dran, muss ich sagen. Also vielleicht Pro-Tipp, wenn man jetzt nur für kurze Zeit herkommt und ein, zwei Wochen hier ein Auto hat, eventuell ein Automatik-Auto mieten, hat man zumindest das mal, dieses Problem nicht. Aber ansonsten funktioniert es schon ganz gut mit ein bisschen Übung. Und ich kann das nur bestätigen, die Chrissy fährt mittlerweile sehr, sehr sicher und ich fühle mich wohl. Wir sind jetzt hier angekommen auf unserem ersten Spot in Ayia Napa und zwar sind wir hier beim Skulpturenmuseum. Das ist ja, wie man schon sieht, eine Ansammlung an Skulpturen. Das hier wurde 2010 eröffnet. Zunächst von griechischen und zypriotischen Künstlern wurden hier verschiedenste Skulpturen aufgestellt. Mittlerweile ist es aber so, dass hier hunderte Skulpturen von Künstlern aus aller Welt stehen. Also dieser Park hier wird jedes Jahr erweitert und ist sehr, sehr schön imposant anzuschauen. Man hat hier wirklich von moderner Kunst bis altertümlich hier alles geboten und auch eine wunderschöne Kulisse hier direkt am Meer. Das Skulpturenmuseum, das befindet sich ein bisschen außerhalb von Ayia Napa. Ayia Napa ist jetzt in diese Richtung und vielleicht zum Ort noch ein bisschen was gesagt. Ayia Napa ist sowas wie ja die Touristenhochburg von Zypern. Sehr, sehr viele Briten, sehr, sehr viele Schweden kommen hier jedes Sommer. Die Russen kommen sehr, sehr gerne hierher mittlerweile. Natürlich gibt es auch ein paar Deutsche, aber wie gesagt überwiegend Russen, Briten und Schweden hier. Der Ort selbst hat knapp 3000 Einwohner. Im Sommer, wenn aber hier sehr, sehr viel los ist, dann haben wir bis zu 10.000 Leute hier in Ayia Napa. Aber jetzt lass uns mal gemeinsam ein paar Skulpturen auschecken.
kleiner Tipp noch am Rande, solltet ihr hierher fahren zum Skulpturpark, solltet ihr euch vielleicht nicht gerade die heißeste Zeit am Tag aussuchen, sondern vielleicht erst am Abend hierher kommen oder am Morgen, dann ist es sicher angenehmer hier durch zu strollen und sich die Skulpturen anzusehen, aber es ist so auch wunderschön. Und jetzt geht es für uns weiter zum nächsten Spot, und zwar widmen wir uns jetzt nach der Kultur ein bisschen der wunderschönen Landschaft hier. Mittlerweile sind wir auf unserem nächsten Spot angekommen, und zwar diesmal am östlichsten Punkt der Insel Zypern, und zwar im National Forest Park in Kap Greco, welcher zum Netzwerk der Natura 2000 Landschaftsschutzgebiete gehört. Hier zum Beispiel können Sie eine der bekanntesten Buchten hier am Kap Greco sehen, und zwar die Blaue Lagune, die sehr beliebt ist für Bootstouren aller Art. Auch Partyboote, wie ihr sie hier im Hintergrund sehen könnt, sind einige unterwegs. Ist auch sehr bekannt und beliebt für Tauchgänge, nachdem das Wasser hier unwahrscheinlich klar ist. Des Weiteren befinden sich hier am Kap Greco auch zwei Radiosendestationen und eine Militärbasis. Das könnt ihr da drüben sehen, und das Ganze schauen wir uns jetzt ein bisschen näher an. Wir haben einmal die Seite geswitcht, und zwar seht ihr jetzt den Ausblick Richtung Süden. Hier sind nochmal um einiges höhere Klippen, und da kann man auch die Radiosendestation ein bisschen besser erkennen. Aber viel weiter kommt man da nicht ran. Das war es jetzt hier vom Kap Greco. Für uns geht es jetzt weiter zum nächsten Spot, und zwar es geht jetzt ein paar Kilometer zurück Richtung Ayia Napa zu den berühmten Sea Caves, und was uns dort erwartet, seht ihr gleich. Bevor es jetzt dann gleich weitergeht zu den Caves, möchte ich noch ganz kurz was zum Thema Mietautos sagen. Wenn man hier auf Zypern Urlaub macht, dann ist es wirklich angebracht, sich ein Mietauto zu holen, weil du einfach hier alles so weitläufig ist, und ohne eigenem Auto macht der Urlaub nur halb so viel Spaß. Jetzt gerade sind wir in der Hochsaison, Juli, August, sind die Mietautos sehr, sehr teuer. Also ich kann mich erinnern, vor einem Jahr, da habe ich so einen Kleinwagen für einen Monat für 350 Euro mit Vollkaskoversicherung gemietet. Wir haben jetzt bei diesem kleinen Spooky hier knapp 500 Euro für 2 Wochen bezahlt. Da ist es eher auf der teureren Seite. Aber wie gesagt, was man hier noch erkennt, das ist das Tolle hier in dieser Reihe, die sind hier alles Mietautos. Also die Mietautos sind immer die mit den roten Kennzeichen, und man sieht dann meistens schon, dass die nicht ganz so sicher fahren wie die Einheimischen. Hier ist halt dem geschuldet, dass wir hier Linksverkehr haben. In der Zeit, wo der Mario jetzt mit der Mana noch draußen ist, nutze ich die Zeit schnell, um euch noch ein Thema näher zu bringen, das uns sehr, sehr wichtig ist, das in dieses Video zu verpacken, und zwar die aktuelle Covid-Situation hier auf Zypern. Es ist so, der Mario ist vor gut 14 Tagen eingereist aus Dubai. Der hat in Dubai einen PCR-Test machen müssen, auch bei der Einreise in Zypern einen PCR-Test machen müssen. Ich bin dann ein paar Tage später von Österreich hier eingereist. Ich habe keinen Test gebraucht, weder in Österreich beim Wegfliegen noch hier beim Einreisen in Zypern wurde ein Test gemacht. 2-3 Tage später hat sich die Situation dann wieder geändert. Man braucht mittlerweile wieder einen Test, wenn man von Österreich zum Beispiel einreisen will. Zypern gilt jetzt wieder als Hochrisikogebiet, und es gilt auch die 3G-Regel, wie wir sie aus den anderen europäischen Ländern ja schon kennen. Es ist sehr ratsam, einen gültigen Antigen-Test bei sich zu haben, beziehungsweise seinen Impfnachweis. Ansonsten kommt man zum Beispiel bei einem IKEA oder in den Einkaufsmalls nicht hinein. Am besten ihr erkundigt euch aber immer beim Auswärtigen Amt. Die haben immer die aktuellsten Informationen parat, und dort ist man immer auf der sicheren Seite, wenn man Informationen sucht. Angekommen am dritten Spot, ihr könnt es hinter mir erkennen, die berühmten Sea Caves. Die befinden sich etwas östlich von Ayia Napa und von unserem letzten Spot etwas südlich. Beste Zeit hierher zu kommen ist auf alle Fälle ganz in der Früh zum Sonnenaufgang. Da ist diese Location natürlich ein Wahnsinn. Genauso wie direkt bei Sonnenuntergang.
ist jetzt kurz vor 7 am Abend. Ich zeige euch gleich, auf der linken Seite sind dann diese berühmten Caves und da ist noch richtig viel los heute. Es ist natürlich perfektes Wetter, es ist auch die Temperatur jetzt mittlerweile wieder angenehm. Es geht ein bisschen im Wind, die Sonne knallt nicht mehr so runter. Und ich habe auch ein perfektes Beispiel entdeckt, was ich euch zeigen werde. Und zwar ein Fotoshooting für eine Hochzeit auf dem bekannten Foto-Hotspot und den schauen wir uns jetzt gleich mal an. Unser treuer, braver Begleiter. Hat immer alles im Blick und passt auf uns auf. Langsam neigt sich der Tag dem Ende zu. Wir begeben uns jetzt wieder auf den Rückweg und machen noch einen kurzen Abstecher ins Zentrum von Ayia Napa. Schauen, was es dort alles so zu sehen gibt. Des Weiteren fahren wir dann wieder Richtung nach Hause, Richtung Lanaka. Und dort werden wir uns irgendwo noch ein feines Lokal suchen für ein Abendessen. Finally back home. Wir haben uns jetzt ein bisschen fresh gemacht und haben uns doch dazu entschieden, dass wir unser Abendessen zu Hause kochen und uns einen chilligen Abend hier auf der Terrasse machen. Das war's mit dem heutigen Video auch schon wieder. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Infos dalassen bzw. ein paar wissenswerte Tipps für eure Zypernreise. Und ja, wie immer würden wir uns freuen, wenn uns einen Daumen da lasst, uns auch ein Abo da lasst, die Glocke aktiviert, damit kein weiteres Video mehr verpasst. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Tschüss.